Nächste Etappe. Wir fahren jetzt aus dem Appenzeller Land in Richtung Süden. Wir fahren nach Graubünden. Da, wo die Berge höher sind und wo wir einige Pässe fahren können. Sowohl mit dem Auto, mit dem Gespann, als auch mit dem Motorrad. Wir halten uns wieder an den Tourvorschlag. Die Route führt uns wieder durch das Fürstentum Liechtenstein. Aber weil wir im Schloss nicht erwünscht waren, fahren wir heute halt nicht auf. Heute stehen der Wolfgangpass und der Flüeler Pass auf dem Streckenplan. Gerade am Flüeler laden mehrere Haltepunkte zu kurzen Stopps ein. Kamera raus und los. Dann sind wir an der Passhöhe. Von jetzt an geht es durch ein breites Hochtal voran. Wir passieren die Stadt Davos als höchstgelegene Stadt der Alpen und später das mondäne St. Moritz. Silvaplana empfängt uns im Regen. Manchmal auch Hagel. Wir richten uns schnell ein und am neuen Tag ist wieder alles vergessen. Den Campingplatz verlassen wir, um uns in Silvaplana umzusehen. Ich meine, ich habe einige schöne Impressionen gefunden und habe sie für dich im Bild festgehalten. Viel Spaß! Ja, ich hoffe mal, unser Spaziergang durch Silvaplana hat euch gefallen.
Wir fanden es ganz nett, vor allem dieser örtliche Baustil hier im Engadin. Ich bin jetzt wieder auf dem Campingplatz, direkt hier unten am See von Silberplana. Und wir haben das Glück, dass jetzt zu dieser Zeit eine Surf-WM stattfindet. Und da werde ich versuchen, ein paar schöne Bilder für euch einzufangen. Von Silberplana aus können wir leicht 4 Alpenpässe erreichen. Also das Motorrad gestartet und los. Als ersten Pass nehmen wir den Julierpass unter die Räder. Den Rundkurs vervollständigt der Albula. Der Julierpass verbindet die Täler Oberhalbstein und Engadin. Die Passhöhe beträgt 2284 Meter über Normalnull. Von weitem schon fällt uns ein roter Turm ins Auge. Was wird das denn sein? Oben angekommen, nehmen wir den doch genauer unter die Lupe. Der Julierturm wurde als temporäres Bauwerk errichtet. In ihm finden Konzerte statt. Er soll Natur und Kultur auf einzigartige Weise verbinden. Wir lassen die Passhöhe hinter uns und steuern den tiefen Kasten. So sieht das aus Sicht des Motorradfahrers aus. Und weil es so schön war, nochmal aus der Vogelperspektive.
Am Marmorera-See legen wir eine Rast ein. Im tiefen Kastel biegen wir rechts ab und nehmen die Albeler Strecke. Markante Brückenbauwerke erregen unsere Aufmerksamkeit. Ihnen werden wir in einigen Tagen nochmal begegnen. Dann haben wir die Albula Passhöhe erreicht. Wir verlassen den Pass und fahren durch das Engadin und St. Moritz zurück zum Wohnsitz auf Zeit. Ich sprach von 4 in der Nähe liegenden Pässen. Heute wollen wir den Maiola in Angriff nehmen. Also rein ins Vergnügen.
Wir fahren bis Bondo, um dann die gleiche Strecke bergan zu fahren. Schöner Ort, um Videosequenzen anderer Motorradfahrer zu drehen, tut sich auf. Herrlich, diese Streckenführung. Da geht dem Motorradfahrer das Herz auf. Touren zurück nach Silvaplana.
dann durch St. Moritz, um dann auf die Berliner Strecke zu fahren. Ich lasse wieder die Bilder für sich sprechen. Bald ist der Scheitelpunkt überschritten und es geht bergab, Richtung Süden, Richtung Italien. In San Carlo wenden wir und es geht wieder berghoch. Als wir den Pass erreichen, wollen wir rasten. Das Hotel Hospizio Bernina ist, glaube ich, zu modern für uns. Aber hier gibt es auch ein kleines Gasthaus. Rückweg keimen neue Pläne auf. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.